So, Timer mal am Start. Drücken wir hier mal. Okay, das hat diesmal hat's geklappt, ne? Nicht so wie vorher bei dem Run, wo dann wo dann einer, also ich habe geschrieben, Timer bitte, ne? Dann hat jemand ein Lied einen Timer gezogen und aber schon bei zwei oder drei ging es dann halt los, ne? Oh, die müssen wir da wegziehen, nicht dass die den vollsuppen. Weiß gar nicht, die anderen brauchen wir eigentlich alle nicht. Habe ich denn da für komische Fliegen rumhängen? Das ist wahrscheinlich der. Achso, da muss man jumpen, okay. Gut, dass ich das jetzt auch blick. Hier, wenn du gerade durchläufst, dürftest du eigentlich nichts adden. Dürfte. Es addet bestimmt wieder irgendjemand. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die suppen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die reinsuppen. I don't know. Vielleicht pull ich mal nicht ganz so viele. Ah, ich wusste es. Ich vergesse mein Trinket zu ziehen, ne? Ah, fuck, die suppen rein. Ich hasse mein Leben. Das hätte ich jetzt halt nicht gedacht, ne? Normalerweise suppen doch Non-Elite-Mobs nicht. Warum Blizzard? Warum macht ihr sowas? Warum suppen die? Jetzt ist halt hier alles voll, ne? Halt richtig gut. Jetzt adden wir wahrscheinlich hinten gleich nach den nächsten. Na gut, zwei kleine haben wir vergessen. Eigentlich können wir die. Die großen saugen die, glaube ich, ne? Ich glaube, die großen darf ich nicht. Darf ich, glaube ich, nicht hier reinziehen in die Mobs. Irgendwas haben die mit denen gemacht. Die haben die, glaube ich, irgendwie aufgesaugt. Okay, der eine Hunter hat schon ein Ding dran. Ich kann nicht den doch mit dazu pullen, oder? Okay, da ist er schon mal despawned. Jetzt hau ich hier mal ein Mass Entanglement drauf. Ich habe ja Mars Root mitgenommen, ne? Ah, hier könnte ich. Ja gut, jetzt bräuchte ich mir noch einen Root. Okay, der Worry haut einen Slow-Hit drauf. Ich habe gleich nochmal einen. Gleich kann ich wegschupfen. Okay, haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Boah, ich bin gerade. Ich bin gerade am Überlegen. Hab ich hier die Instanz schon mal auf 10 oder höher gemacht? Ich glaube, habe ich gar nicht. Tatsächlich, wenn ich jetzt so recht überlege. Ich weiß halt gar nicht, wo die Viecher dann spawnen, wo der Pride kommt, ne? Gut. Gut, ich muss jetzt meine Trinkets ein bisschen klicken, tatsächlich. Ich habe vorhin gerade ein neues bekommen und habe das noch nicht so ganz raus. Was, Battletech? Was, das kostet 10 Euro? Ja genau, du kannst es einmal ändern und dann musst du leider löhnen. Komm, ich habe jetzt nochmal Mass Entanglement. Da würde ich rausgehen, Leute. Oh, der Shami, der kriegt auf den Latz. Okay, aber das passt, oder? Die sind noch durchgeroutet. Jetzt haben wir gleich den ersten Pride, ne? Jetzt muss ich mal schauen, dass wir. Ich pull die mal zurück. Dann müsste der Pride kommen.
Oh, die hauen ganz gut Damage raus. Holy moly, warum krieg ich denn da so auf den Latz? Warte mal, was ist das für eine Krankheit? Alle Werte. Ah, ja, gut, okay. Das ist so ätzend, dass die immer abhauen, ne? Gut, eigentlich ist es jetzt gar nicht so schlecht bei dem Dings. Jetzt kriegen wir den Pride. Fuck, wir kriegen nicht den Pride. Aber nach dem kriegen wir den. Fuck. Da sind kleine dabei. Muss leider wollen jetzt hierfür. Ich kann noch nicht abspotten. Müssen die gleichzeitig killen, ne? Jetzt habe ich mich ein bisschen verguckt. Ich dachte, der hat keine kleine Ads dabei, ne? Alter, dieser Slow. Der Slow geht halt nicht klar. Okay, das lief jetzt halbwegs gut. Ich dachte, dass das. Okay, wo kommt er jetzt her? Aber den kriege ich ran, ne? Ich hoffe, der macht jetzt halt keinen großen Scheiß. Okay, er hat einen Link-Totem geschmissen. Das war jetzt so suboptimal. Ich habe den Großen gesehen und ich dachte mir, dass der Große alleine rumläuft, ne? Ich habe nicht gesehen, dass da noch so kleine dran rumgehangen sind. Die sind jetzt natürlich mit dazu gespawnt. Was halt übelst kacke ist. Ich hoffe, den Heiler erwische ich nicht. Nee, passt. Naja, lass da lang gehen, lass hier lang gehen. Oh, was läuft denn der eine durch mich durch? Jetzt haben wir natürlich alle gekickt. Shit. Keine Ahnung, ich kann halt das nicht wegshapeshiften. Das ist halt echt ein bisschen ätzend. Dieser Slow, der reckt mich halt ein bisschen. Ich glaube, die kannst du mit dem Fass kannst du die auch natzen, ne, die Mobs. Die einen Mobs müssen wir jetzt halt ganz hinterziehen, dass die nicht dazukommen. Hat er den gestunt? Nee, okay. 2 Minuten habe ich jetzt nur auf Inka. Ich pull jetzt die raus. Die sind unnötig, ne? Aber, weil die sind mir zu oft dazu geaddet. Und dann versuche ich die hier hinter zu pullen. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Die nächste Gruppe ist die allerbeschissenste. 4%. Die bringen jetzt nur lauter 1%. Und dann brauche ich noch irgendwas Kleines. Ich brauche noch so einen kleinen Mob, den hier. Ja, ja, ich will nicht, dass der Pride bei der krassen Gruppe reinspawnt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann können wir nämlich den Pride benutzen, um den krassen umzuhauen. Also die Mob-Gruppe, die ziehe ich dann ein bisschen runter. Dann habe ich vielleicht auch wieder Inka.
immer Angst, dass ich mit denen irgendwelche Mobs treffe und dann, ne, adden wir noch. Weil ich finde, das ist eine der beschissensten Gruppen. Jetzt bin ich festgeroutet. Ich wall mal. Okay. Jetzt mit dem Pride Buff. Wir haben ziemlich guten Schaden in der Gruppe, ne? Also das geht voll klar. Das war jetzt, okay. Die habe ich so schlimm in Erinnerung. Ich dachte mir jetzt mit Ding Buff, ne? Wird das echt ein Desaster. Jetzt haben wir eigentlich viel zu viel Trash umgehauen. Ich muss da raus. What the? Hat die Seuchenbombe mich doch erwischt? Soll ich release? Ja, ich release. Komm, scheiß drauf. Der Slow ist halt so echt krass. Ne? Ich hab ihn weggeshapeshift, den Slow. Es hat halt trotzdem nicht gereicht. Jetzt delf ich hier lieber durch. Nicht, dass ich noch was adde. Es ist halt immer so ein bisschen die die Abwägung, ne? Gehe ich aus Shapeshift, ich gehe aus der Bärengestalt raus, dann rip ich halt vielleicht von dem Melee-Hit oder ich lass mich von dem AE treffen, aber ich glaube, der AE hat mich jetzt gefinisht. Ich hatte noch einen K left. Ich weiß jetzt nicht, ob das Tentakel mich noch gehittet hatte. Okay, die sind jetzt gestorben, das passt. Muss ich ein bisschen weg da? Das sind solche Drecksviecher, echt. Kann ich die, ne, die kann ich nicht routen, ne? Ja, super, jetzt haben sie es geroutet. Jetzt bin ich hier wieder übelst am Weg. Den müssen wir halt schneller wegkillen. Alter, dieser Slow. Nur raus da. Ich benutze für die nächsten Inker. Wir haben jetzt gleich auch nochmal den Dingsmob, ne? Was haben wir denn hier? 1%? 3%? Puh. In der nächsten Gruppe werden wir halt auf jeden Fall procken. Ein paar Range-Kicks drauf und gut ist. Komm, ich ziehe jetzt hier Inka. Die Mobs kannst du auch da hoch in die Treppe ziehen. Wenn er jetzt gleich hier rüber springt und dann darüber, dann können wir die Mobs hochziehen. Aber jetzt haben wir gleich einen Pride, ne? Den müssen wir jetzt erst noch spielen. Du kannst auch da hinten ihn spielen, aber da
läufst halt eher die Gefahr, dass du ein Boss pullst, keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir den Pride auch hier für den Boss gehabt hätten, aber hilft halt nix. Ich vergesse halt zu oft, mein Trinket mitzuziehen, ne? Das ist halt jetzt irgendwie nicht so gut. Es bringt mir eigentlich nichts, wenn ich dann zwei Use-Trinkets anhab, wenn ich sie dann halt zu selten use. Okay, drauf da. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Tempo. Theoretisch könnte ich es halt auch auf Movement-CD benutzen, ne? Hütet euch. Hütet euch. Das Problem ist, wenn ich jetzt beide Dinger hab. Den einen können wir töten und dann vielleicht den wegnocken. Ah, okay. Der eine wollte den dann quasi CC'en, aber sobald der an mir dran ist, ich hau halt mit Dings drauf, mit Hauen, ne? Hat der halt einen Debuff, dann ist halt RIP. Dann ist halt RIP. Für die einen Bomben-Mobs muss ich mir noch eine bisschen bessere Taktik tatsächlich zurechtlegen. Das war jetzt noch nicht so gut. Das war noch nicht so gut. Puh, der Worry. Ach nee, das war der Skelett. Okay, ich dachte, der Worry ist da gerade schon hingecharged. Das sah irgendwie so aus, ne? Oh, das auf der Insel wird jetzt ein bisschen übel. Ich habe jetzt halt noch nichts ready. Das könnte jetzt hart werden. Keine Ahnung, ob ich die da alle rauskrieg. Vor allem haben wir halt leider wenig Platz, ne? Der steht da halt voll drin. Kicken wir ihn da halt mal raus, den Kollegen. Okay. Halbwegs hat's geklappt. Wie viel haben wir... Oh, fuck it. Wie viel haben wir denn jetzt Prozent?
71. Gut, unten kommen ja auch nochmal ein paar, ne? Bloß ich weiß halt nicht ganz auswendig, wie viel ich unten brauche. Hat mir da einer so in etwa die Zahl? Sind alle da? Ja. Nur die Spinne weg, dann die und die, das Pack. Dann müssten wir eigentlich gut hinkommen. Ich denke mal, wir werden vorm Boss nochmal einen Pride bekommen. Prozent 1. Die bringen alle 1,3, okay. Die dürften jetzt noch nichts procken. Ich habe noch kein Desorientieren. Das kann ich machen. Also im nächsten Pack dürft's procken. Nein, 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 ich habe den absichtlich. Dann haben wir nämlich einen Pride. Okay. Ich wollte jetzt halt... Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich zu viel war. Aber jetzt haben wir den Pride halt schön gespawnt, ne? Ohne, dass wir jetzt in dem Pack hektisch den drin haben. Wenn wir sind jetzt bei 80. Also ich glaube, unten kriegst du schon nochmal so 15%, glaube ich, dass man unten schon bekommt. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie viel es genau sind. Das Desorientieren ist schon ganz nice bei sowas, ne? Jetzt habe ich leider... Ah, schau mal, der andere hat auch noch einen Kick ready. Perfekt. Gut. Also wir haben da ein HT für den Endboss noch. Also mal schauen, jetzt müssen wir die Typen mal alle rausholen. Ganz hinten ist halt noch einer. Muss ich jetzt halt ganz hinterlaufen. Echt unnötig. Hätte ja ruhig mal einer von den DDs rausholen können. Will jetzt nicht zu weit hinterziehen, ne? Nicht, dass der dann noch am Reset... Oh, Leute, da sollte der trotzdem nicht so krass stacken. Also wir sind bei 85%. I don't know, ob das reicht. Also ich glaube, ich war hier vielleicht im 9er drin, weil ich glaube, Pride hatte ich hier echt noch keinen.
können wir einfach durchziehen. Ich glaube, jetzt können wir drauf scheißen. Aber obwohl kein Boss-Buff ist, muss ich sagen, lebt der Boss schon relativ lang, ne? Ah, okay, die wollen den Blob machen. Der eine schreit... Warte mal, jetzt kann ich hier noch die Fleischformung an dem casten. Alter Schalter. Die hauen so raus, die Viecher. Die darf ich halt echt nicht tanken, ne? Geht doch nicht... Holy moly. Wenn sie da einfach weggegangen wären. Neverworks um 85. Ich war, glaube ich, schon relativ... Also sie darf ich halt, glaube ich, nicht tanken, die Viecher, ne? Wenn die mich hitten, die machen nämlich so einen dreckigen Damage. Muss echt aufpassen. Aber wir sind ganz gut in der Zeit, ne? Wir haben jetzt einmal haben wir ein bisschen klein verkackt. Aber jetzt werden wir noch 10 Minuten. Ah, die kommen schon. Komm, ich ziehe jetzt hier mal. Gehen sie vielleicht ein bisschen schneller down. So, wir tun ja dann den Ding spawnen, ne? Jetzt steht der halt voll drin. Das war jetzt kacke. Ach komm, ich gehe schon da komplett hinter. Ist das ernsthaft? Was ein dummer Mob. Der bewegt sich halt null. Habt ihr das gesehen? Der eine schreit fuck Blizzard. Jetzt kann ich ihn ziehen. Ernsthaft? Jetzt kann ich ihn halt ziehen? Aber wenn wir waren alle gerade da hinten in der Ecke gestanden und der Mob dachte sich so, nee, da laufe ich nicht mit. Da könnt ihr selber machen. Schauen wir mal, ob... Aber das dürfte auch nicht reichen, oder? Ach doch, der bringt 4%. Okay, dann haben wir da nochmal einen Pride. Aber wir haben... Er hat 4% gebracht und wir haben 3 gebraucht. Also ich weiß nicht, ob mit dem Blub noch... Ob der jetzt unbedingt noch notwendig war. Was ist er? Was ist mit ihm los? Ist ein bisschen AFK? Okay, jetzt ist er nochmal in mich reingelaufen. Unnötig. Oh, Leute, lauft doch nicht alle aufeinander. So, jetzt tun wir mal mein Trinket nochmal ziehen. Okay, da muss ich mich reinstellen. Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Wenn ich mich da nicht reinstelle, dann ist nämlich übel. Schauen wir mal, ob wir mittlerweile ein bisschen Movement haben.
Von was kriegt der Heiler Schaden? Hat der eben so einen Mob-Face getankt? Die sollten jetzt halt mal sterben, ne? Weil ich kann die halt... Fuck, der jetzt ist da drüben bei dem einen Kollegen so ein kleiner. Weil die hitten halt echt wie ein Truck, ne? Die Kleinen. Wenn die mich erreichen, jetzt macht der nochmal so einen Einschlag. Der sollte jetzt mal sterben hier. Weil ich kann sonst nicht an dem dran stehen bleiben. Super, jetzt habe ich Inka jetzt gezogen. Dümmer geht's auch nicht, hä? Dann kann ich da vielleicht ein bisschen... Okay, der eine hat sich mal voll wegnatzeln lassen. Den muss ich jetzt mal taunten. Ugh, Junge, grabbt er mich halt da durch den Boss durch. Why? Wie wurde ich denn jetzt eben gegrabbt? Wir haben ja gar keinen Priester dabei, oder? Bin ich jetzt gerade irgendwie komisch? Hä? Wir haben einen Shami-Heal dabei, oder nicht? Gut. Was war denn das jetzt? Das war ein 12er. Ach, der eine muss los, muss mir. Schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Platte, Kette, ja gut, das war eher nix für mich. Aber zumindest ein ganz, ganz ordentlicher Run. Wieder ein bisschen was gelernt von den Prozenten. Also 85% brauche ich mir. Das muss ich mir etwa fürs nächste Mal merken. Gut, gut. Netter Run auf jeden Fall.